friends. Today we are going to do a special install. Ja, servus liebe Harley-Freunde. Heute machen wir einen kleinen Einbau. Ich habe mich lange gesträubt, aber ich werde das Langsamfahren noch gezielter üben. Und da ist es sehr wahrscheinlich, dass mir meine schöne CVO Roguelite auch mal umfallen wird. Und bislang habe ich aus optischen Gründen keine hinteren Sturzbügel dran. Die werden wir heute nachrüsten. Ja, guys, as a VI preloader of Robert Simmons Paying It Forward, I decided I want to improve my slow speed motorcycle skills and therefore I need to practice. Thanks to Europe. And also I was fighting it because of the look. I didn't have rear saddlebag guards so far on my CVO Road Glide, and it's pretty sure that during practice I'm gonna drop it. So today we're gonna install the rear saddlebag guards on the Red Pepper. Stay tuned, let's first see what's in the box. So wir schauen mal, was in der riesigen Harley Box mitgeliefert wird. So here's the package, gloss black rear saddlebag guards, 90200788. Hier haben wir das Paket, schwarze hintere Satteltaschenstutzbügel oder so ähnlich. Mein Deutsch wird immer besser. 90200788 ist die Bestellnummer. Wir schauen mal, was jetzt da drin ist. So. Here's what's inside the box. We got some new saddlebag rails that need to be changed as well, and the rear saddlebag guards and some hardware and instructions. Das haben wir in der Kiste drin. Wir haben unten die Packtaschenschienen und die Sturzbügel und ein bisschen Schrauben und eine Einbauanleitung. So, to start, we need to remove the saddlebags. And then a couple of screws and then we can continue. So, erstmal müssen die Packtaschen weg, dann ein paar Schrauben und dann geht's weiter. Let's leave it fast forward. That's not all. Seat needs to be removed as well and the side cover. So, Sitz muss auch weg und side cover. So, we need a T45 and a 9/16 wrench to just hold the nut. Another T45 here and a 9/16 and a T40, surprise, surprise, and some half-inch sockets here for the muffler clamp. Also wir brauchen ein T45 und ein 9/16er hinten zum Gegenhalten für die Mutter. Hier genauso, dann brauchen wir hier ein T40er und ein 1/2 Zoll für die Auspuffhalterung. Just stopping. Might be more advisable to first loosen the muffler, that we don't have extra weight here on the saddlebag guard. Es wäre nicht schlauer, erstmal den Auspuff abzumachen, dass wir kein Zusatzgewicht auf der Kofferhalterung haben. For this short period of time, the muffler will just stay in place, so no need to support it.
and another half inch open wrench to hold the nut that's on the rear side of this T40 bolt. Ja, das ist eine gute Idee mit Halten. Okay. The rubber mount for the muffler clamp needs to be changed to the new saddleback rail. Also den Gummipuffer für den Auspuffhalter, den müssen wir auf die andere Seite hin rübernehmen. From the new hardware kit, there are some self-locking nuts within the kit, so we're going to replace those. Also bei dem Schraubenkit sind ein paar selbst sichernde Muttern dabei, die werden wir ersetzen, ansonsten können wir die alten Schrauben wieder hernehmen. Okay, done so far. We're gonna do the other side and then we will torque down everything to spec. Perfekt, jetzt machen wir die andere Seite und dann wird alles auf Drehmoment angezogen. Naja, also 45 passt. So, for the larger screws, 45 Newtonmeters. So, these big ones. Für die größeren Schrauben mit dem T45 nehmen wir 45 mm. Time usage. Ja, läuft richtig gut. So. Oh, that's nice stuff.
Laufzeit. Let's continue with the muffler, that's going to be 30 Newtonmeters. Also die Auspuffschrauben 13 Newtonmeter habe ich bisher immer nach Gefühl gemacht, aber heute machen wir es mal zum Ausprobieren des neuen Drehmomentschlüssels richtig. For the T40, 25 für die T40er Schraube. And we are almost done with Stefan's Garage English German lesson. And one guy was telling that my German is improving, so I like comments like this. I'm practicing. Hopefully, I will be able to speak German fluently in the future. So let's just check. We've done this. We've done this. That one without torque. Those two, those two. All set. So, was jetzt komplizierter wird, die Koffer hier dran zu machen, da müssen wir etwas aufpassen, dass wir hier nicht hängen bleiben. What's going to be a little bit more complicated to put on the saddlebags again, as there's not that much room left. So let's have a look on the finished product or the finished install. I think I could get used to it. Also, I still like it more without the rear saddlebag guards. Ich glaube, ich kann mich dran gewöhnen, obwohl mir nach wie vor die Optik ohne besser gefällt. So guys, thanks for watching. Special greetings to Robert Simmons. Preload and keep it loaded. So Robert, I don't have any excuses for not practicing. And I tested the new torque wrench for the install of the Wilbur suspension on Violet. Ja Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ab jetzt keine Entschuldigung mehr, nicht das Langsamfahren zu üben. Und gleichzeitig haben wir den neuen Drehmomentschlüssel ausprobiert, bevor dann der VIP-Install in Kürze in Georgia passiert.